Kennst du deinen Hund wirklich so gut, wie du glaubst? Die Basis einer jeden Beziehung ist die Kommunikation. Und die Kommunikation zwischen Mann und Frau ist schon enorm schwer. Aber wie schwer ist dann das Verständnis zwischen Mensch und Hund? Ich erzähle dir heute 10 Fakten, die du mit Sicherheit noch nicht über deinen Hund wusstest. Mein Name ist Marci Samin und wusstest du, dass dein Hund Gesichter erkennen kann? Dein Hund erkennt sogar Gesichter auf Fotos. Er unterscheidet zwischen bekannten und ihm unbekannten Gesichtern. Der nächste Fakt: Hunde haben eine sogenannte Rot-Grün-Schwäche. Vor einigen Jahren hat man noch geglaubt, dass der Hund nur schwarz-weiß sehen kann. Das stimmt aber gar nicht. Es ist eher vergleichbar mit der Rot-Grün-Schwäche eines Menschen. Das heißt also, wenn du einen gelben Ball hast und du wirfst ihn auf eine grüne Wiese und der Ball kommt zum Erliegen, dann wird der Hund alles als gelb wahrnehmen und dadurch den Ball nicht unterscheiden können von der Wiese und wird die Nase eher einsetzen. Apropos Nase, dass die Nase eines Hundes wirklich fantastisch ist, das wissen wir. Aber wie gut ist sie wirklich? Die Nase eines Menschen hat ungefähr 5 Millionen Riechzellen. Im Vergleich hat die Nase eines Dackels ungefähr 125 Millionen Riechzellen. Ihr glaubt schon, das wäre viel? Die Nase eines Schäferhundes hat sogar ungefähr 250 Millionen Riechzellen. Das heißt also, Hunde können nicht nur Krankheiten riechen, sie können auch Emotionen riechen. Ihr habt das schon mal bestimmt gehört, der riecht Angst, der riecht mein Angstschweiß. Das heißt also, ihr seid im ständig biochemischen Prozess und sondert das, diese Stoffe, über eure Haut aus. Ja, und der Hund nimmt das wahr und reagiert dementsprechend. Fun Fact: Die Nase eines Hundes ist so individuell wie der Fingerabdruck eines Menschen. Nächster Fakt: Hunde gähnen nicht nur aus Müdigkeit. Hunde gähnen nicht nur, wenn sie müde sind, sondern betreiben auch damit Konfliktmanagement. Das heißt also, wenn das nächste Mal euer Hund gähnt, dann könnt ihr sehen, dass das eine Form der Beschwichtigung ist. Wenn euer Hund auf der Couch ist beispielsweise und ihr knuddelt den, ne, und er gähnt und wendet den Kopf ab, dann ist das keine Aufforderung, um mehr gekrault zu werden, sondern vielmehr sagt er euch damit: Hör mal zu, Kumpel, das ist mir gerade viel zu viel. Achtet bitte auf das Kleingedruckte in der Körpersprache der Hunde. Das ist mein absolutes Herzensthema. Es ist für mich in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund das Allerwichtigste, höflich zu sein zu seinem Tier, auch wie zu seinen Mitmenschen. Deshalb habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Sei höflich zu deinem Hund. Das findet ihr unten, also den Link, in der Beschreibung. Schaut euch das gerne an. Ich würde mich freuen. Nächster Fakt: Hunde können unter Demenz leiden. Genau wie Menschen können auch Hunde dement werden. Das äußert sich insofern, dass der Hund beispielsweise orientierungslos ist und herumwandert, ziellos ein Stück weit oder auch grundlos bellt. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass auch ältere Hunde geistig gefördert werden, denn was rastet, das rostet. Nächster Fakt: Einen Hund zu streichen, das senkt den Blutdruck des Menschen und zudem schüttet der Körper des Menschen auch noch Glückshormone aus. Also ihr Lieben, schön immer Hunde streicheln und happy sein, aber achtet darauf bitte, dass auch eure Hunde happy sind. Aber wisst ihr, was mich jetzt gerade glücklich machen würde? Weltenbrück! Jetzt ist mein Blutdruck auf jeden Fall ein bisschen gesenkt. Nächster Fakt: Schwanzwedeln beim Hund heißt nicht immer unbedingt Freude. Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, ist das immer erstmal eine Form der Erregung. Das heißt also, der kann erregt sein, wenn er beispielsweise sich besonders freut, als auch wenn er jetzt irgendwie wütend ist. Das heißt also, achtet bitte immer darauf, was es für einen Kontext gibt, damit es da keine Missverständnisse gibt. Nächster Fakt: Hunde können Mimiken und Gestiken erkennen. Die nonverbale Kommunikation ist bei Hunden enorm wichtig. Das heißt also, wenn ihr irgendwann mal steif steht und eurem Hund ein Signal wie beispielsweise Sitz gibt, wird er schwieriger haben nachzuvollziehen, was ihr meint, als wenn der Körper mitspricht. Deswegen wahrscheinlich gestikuliere ich so viel. Nächster Fakt: Hunde können in der Dunkelheit besonders gut sehen. Hunde können in der Nacht weitaus besser sehen als wir Menschen. Das liegt an der Beschaffenheit des Auges und daran, dass ursprünglich der Wolf bzw. der Hund eher in den Morgendämmerungen und in Abendstunden gejagt hat. Zudem achten sie viel mehr auf Bewegungsstrukturen als auf Farbkontraste. Das erleichtert ihnen einfach die Jagd. Der letzte Fakt für heute: Aufgestellte Nackenhaare beim Hund heißen nicht immer Aggressivität.
Wenn Haare am Nacken des Hundes stehen, ist das immer eine Form der Erregung. Das heißt also, Erregung in erster Linie ist erstmal neutral zu betrachten. Aus dem Kontext heraus kann man sehen, ob es positiv oder eher negativ ist. Das ist wie bei uns Menschen mit der Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut, wenn ich mich ekle oder wenn ich besonders glücklich bin, wenn ich ein tolles Lied höre. Okay? Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich verabschiede mich hier, für dieses Jahr zumindest. Ich wünsche euch schöne Ferien, tolle Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns am 6.1. im kommenden Jahr. Ciao, macht's gut.